Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück zu Anno 1800. In dieser Folge kümmern wir uns ein bisschen um Expeditionen etc. Da gibt es einige Geschichten, die wir uns anschauen können und so. Nachdem wir uns in der letzten Folge ein bisschen um Cap Trelawney gekümmert haben, was wir natürlich weiterhin machen werden. Und lasst ihr auf jeden Fall gerne mal einen Kommentar da, einfach um den Kanal ein bisschen zu unterstützen. Ist ganz, ganz wichtig für den Algorithmus. Und auch über Likes und Abos würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge Anno 1800. Der Teufel fordert seinen Tribut. Na, dann gucken wir mal, was die Expedition uns sagt. Geht es nach Olispo oder nach Al-Sauk? Wählen Sie den nächsten Zwischenhafen auf Ihrer Reise nach Enbisa, dem Land der Löwen. Sobald Sie einen Hafen angelaufen haben, werden neue Häfen verfügbar sein. Sie können auch versuchen, jeden einzelnen davon zu besuchen, also beispielsweise Zwischenstopp in Olypsa und Al-Sauk zu machen. Große Belohnungen winken jenen, denen dies gelingt. Aber vergessen Sie dabei nicht, die Moral im Blick zu behalten. Dann fahren wir erst dahin, würde ich sagen. Endstation Olispo. Die Lichter Olispos schimmern durch die Gischt, während die Seeleute eilig das Schiff verteuen. Musik und Heiterkeit ergießen sich durch die engen Straßen. Das Aroma von warmem Brot und pikanten, fangfrischen Fisch weht herüber. Mit der Spannung der aufgestauten Erwartungen strömen die Seeleute vom Bord und in eine glänzende, neue, gelbe Straßenbahn. Ein glückliches Lachen breitet sich unter ihnen aus, als sie die laue Nacht hineinschaukelt, von fröhlichen Bewohnern begrüßt. Ein Gewirr aus weiten Ärmeln wendet sich ihnen freundlich zu. Warneut, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Freunde, von woher hat die Flut sie angespült? Wir versuchen mal, sie anzulügen. Ne, wir kommen aus Sil-Kampagne. Ne, wir haben ja 52% Erfolgschance. Ich habe die Verwandte dort, wundervolle Menschen, und sie arbeiten bis zum Umfallen. Kommen Sie, wir müssen zusammen anstoßen, ich weiß ja schon wo, folgen Sie mir. Die Seeleute klettern ungeschickt aus der ungewohnt schwankenden Bahn und folgen dem Mann durch ein Labyrinth aus Gängen, das von antiken Öllampen, die von den Balkonen hängen, beleuchtet wird. Vor einem niedrigen Torbogen hält er inne, greift durch das darauf wuchernde Efeu und öffnet eine bis dahin verborgene Tür. Sie werden von plötzlichem Geplapper und gedimmten Lichtern begrüßt und der Duft würziger Gebräue und frisch gerösteten Essens dringt in ihre Nase. Probieren Sie die Paste de Nata, unsere süßen, geheimen Stolz aus Pudding und natürlich unsere berühmten Port. Übrigens tatsächlich sehr, sehr lecker. Ne? Ich war vor einiger Zeit in Lissabon, in Portugal. Ist klar. So. Und die Pastel de Natas, die sind tatsächlich ziemlich lecker. Muss ich echt sagen. Also falls ihr mal dort seid, esst auf jeden Fall eins davon. Wir handeln natürlich, ne? Okay, wir können nichts handeln. Dann doch nicht. Ihr Handel wurde abgelehnt. Der Wirt spottet, als die Mannschaft die Preise kommentiert. Das ist keine arme Stadt, Amigos. Das ist Olispo, Land der Reichen und der Geschmäcker. Sie haben doch sicher kein kostenloses Festmahl erwartet. Es ging nicht um die Preise, ich habe nur keinen Platz mehr. Eine Minute lang herrscht betretenes Schweigen, bevor José sich räuspert, offensichtlich enttäuscht. Sicherlich hatte er gehofft, dass seine Hilfsbereitschaft ihm eine Nacht mit kostenlosem Essen und Trinken einbringen würde. Mit einer knappen Verbeugung und einem "Why not?" hoffe ich. Buenas noches, wahrscheinlich so. Verschwindet er in die Nacht. Vielleicht erscheinen die anwesenden Gäste nicht mehr so liebenswürdig und sie können nicht umhin, sich zu fragen, wie tief sie ihr Stadtführer in die Stadt geführt hat. Es wird ein zügiger Aufbruch verkündet. Wir gehen erstmal in die Straßenbahn. Die gelbe Bahn setzt sich ächzend in Bewegung und beginnt ihre wankende Fahrt die Straße hinab. Plötzlich ertönt ein Schrei durch die Nacht. Eine reich verzierte Pferdekutsche peitscht auf die Kreuzung zu. Ihr angsterfüllter Blick des Kutschers lässt keinen Zweifel aufkommen, dass er die Kontrolle über sein Pferd verloren hat. Mit einem Stottern kommt die Bahn wenige Handbreit vor der Kutsche zum Stehen und zwingt auch die Kreatur zum Stillstand. Verängstigt bäumt sich das Pferd in ungeahnte Höhen auf. Ein panischer Schrei ertönt und das bleiche Gesicht eines Mannes mit verrutschtem Zylinder erscheint am Fenster und er bittet um Hilfe. Wir versuchen erstmal das Pferd zu beruhigen.
Ein junges Mädchen, das sich erst kürzlich von ihrer Mannschaft angeschlossen hat, zeigt die erforderliche Entschlossenheit, tritt vor und flüstert beruhigend auf die in Panik geratene Kreatur ein. Mit der Hand greift sie zur Wange des Pferdes und wendet seinen Blick vom metallischen Glanz der Bahn zu den sanften Lichtern in einer nahegelegenen Straße. Langsam beginnt das Tier sich zu beruhigen. Die Tür der Kutsche knarrt beim Öffnen und ein blasser Mann steigt unsicheren Schrittes heraus. Er richtet sich auf, wirft den versammelten Seeleuten einen abwesenden Blick zu und neigt sich dann zu einer tiefen Verbeugung, während er mit seinem Zylinder eine ausladende Geste vollführt. Mein Name ist Vasco Oliveira und im Namen von König Joao und Olispo, in dessen Dienst ich stehe, bitte ich Sie, dies als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit anzunehmen. Reise fortsetzen. Nach den heutigen Erlebnissen in Olispo fragen sich, welches Ziel sie als nächstes ansteuern sollen. Wir versuchen mal noch Al-Soak mitzunehmen, ne? Und trinken eine Flasche Sekt. So, das ging jetzt relativ lang, ne? Ich würde gerne dieses Schiff hier kaufen. Sicher, dass dir auch niemand kann ich hier Stein kaufen? Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Na, kann ich leider nicht. Niemand steigt einem Wibblezock auf die Zehen. Zumindest kürz mutig von dir, mich um. So, die Allianz so machen wir auch mal. Lustig, wie lebenswert dieser kleine. So, und dann gucken wir mal kurz nach Capriloni. Wir haben jetzt einiges als. Sind außer ja, wo denn? Ah, hier. Da mobilisiert man noch eine weitere Truppe. Was ist denn? Sowas sollten sie, finde ich, automatisch machen, ne? Muss ich ehrlich sagen. So, hier kommt gleich das andere Schiff an. Dann können wir hier nämlich einiges an Stein auferlegen. Aber jetzt erstmal hier. Capriloni. Hier haben wir nämlich auch einiges verlegt. Glaube ich jedenfalls. Ah, ne, wollten wir noch, ne? Was wollten wir denn holen? Ein neuer Auftrag? Ich glaube auf jeden Fall mal Stein. Und noch ein bisschen Holz, komm. Auf Ihren Befehl. Okay. Und hier haben wir noch einiges, was wir verkaufen können. Ach, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Was ungewöhnlicher mechanischer. Ist es Tant oder Tinef, was du suchst? So. Na, guck ich mal, dass ich hier noch ein bisschen ausbaue, würde ich sagen. So, Klamotten wurden jetzt auch langsam, aber sicher eng. Das heißt, ich habe hier mal noch ein bisschen die Klamottenproduktion aufgestockt hier hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, Wolle hatten wir auf jeden Fall genug. Schweine dürften auch wieder steigen. Ich habe ja noch 5 Schweinedinger hingebaut. Und dann könnten wir vielleicht noch irgendwie hier zumindest mal noch voll machen mit Metzgereien. Weil dann haben wir nämlich auf jeden Fall auch genug Wurst. Warte mal, dann machen wir es so. Okay. Weil dann haben wir nämlich auf jeden Fall genug Wurstproduktion. Nochmal 3 Stück, ne? Der Rest steigt gerade. Ich habe hier unten gerade nochmal ein paar Bauernhäuser hingebaut. Und dann dürfte hier nämlich auch Wurst langsam wieder hochgehen. Fisch haben wir immer noch zu wenig. Da müssen wir echt gucken, dass wir ein bisschen ausbauen. Aber wir haben, pass auf, nochmal einiges an Rohstoffen. Was wir reinpacken können, so. Und so. Erwarten neue Horizonte. Na gut, was können wir denn ausbauen? Hier.
Wir bauen, glaube ich, erstmal hier diese Reihe. Wie weit geht es? Dann verbrauchen wir nämlich schon mal weniger Fisch, ne? Und die hier. Die Menschen lassen sie hoch. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. C4, hebt euch empor. Oh, aber das mit den Pelzmänteln ist echt ein bisschen kacke, ne? Uns fehlt es halt wirklich hier an dem Baumwollstoff für die Pelzmäntel. Wo ist denn die Route mit Baumwollstoff hier? Ist halt die Frage, liegt es an der Route? Warte mal. Lass mal kurz gucken in Manola. Hier ist Manola. Das hast du dir mehr als verdient. Das liegt hier dran, ne? Also wir brauchen einfach mehr Baumwollproduktion, glaube ich. Du vergisst nie, wer dein Wohltäter war. Und noch einiges an Stein um den Dings. Warte. Alles bereit. Du bist einer der Dinge einmal zu oft. So. Ich hole mal Stein wie blöd nach Manola, ne? Erwarten neue Horizonte. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen die Produktion und so weit ausbauen. Zumindest mal vom Wollstoff. Von Baumwollstoff. Okay, also ich hoffe mal, das hilft jetzt ein bisschen. Ich habe die Baumwollproduktion mal ordentlich hochgefahren. So, wir können auch die Lagerhäuser hier mal ganz kurz ausbauen, zumindest mal die beiden. Weil da kommen ein bisschen viele Transporte an. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier mal noch so, 5, 6 Baumwolldings gebaut. Also Baumwollplantagen und nochmal 6 Baumwollwebereien, in der Hoffnung, dass das was bringt. So, dann gucke ich nochmal nach Captree Loney. Was haben wir denn hier sonst so? Sonst passt eigentlich alles erstmal, ne? Aber da kann ich direkt nochmal kurz eine Runde ausbauen. Das mache ich mal hier. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Und dann haben wir jetzt um die 5000 Handwerker hier. Das ist schon sehr, sehr cool. Dann müssen wir noch gucken, dass die Nähmaschinen und die Pelzmäntel noch stabiler werden, dass wir dann hier anfangen können, die Ingenieure halt zu bauen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges weniger an Fisch und so was, was verbraucht wird, ne? Und dann... Was haben wir hier? Warum mangelt es denn hier so krass an Arbeitskraft gerade? Warte mal... Ich weiß nicht, woran das liegt. Na gut, dann gibt es hier halt nochmal irgendwie... Ich meine, wir haben jetzt zwar ausgebaut, aber direkt nach dem Ausbau sah es doch erstmal ganz gut aus, oder? So, einmal hier durch. Ich baue mal ganz kurz die Straße hier so weiter. Und halt. Nein. Oh. Ich bin stinksau. Ja, ich auch. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Und hier durch und hier durch. Und dann dürfte das hier nämlich automatisch wieder steigen. Lass mal noch kurz gucken, dass wir noch vorsichtshalber ein paar Arbeiter hinbekommen. So. Und ja, dann bleibt uns eigentlich erstmal nicht mehr zu tun, als weiter auf Ressourcen zu warten. Erstmal, ne? Dann haben wir auf jeden Fall einige Ressourcen schon mal wieder gespart. Finde ich schon mal ganz gut. Und dann bauen wir nämlich direkt weiter aus.
Und zwar hier einmal noch in diesem Bereich. Und dann kommt jetzt erstmal das Varieté, ne? In der Hoffnung, dass wir dann nochmal einiges verdienen. Das sehen wir relativ gleich. Wir haben jetzt 28,5. Dann bauen wir das mal noch aus. Und dann dürfte jetzt eigentlich das relativ schnell wieder hochgehen. 29,5. Schon mal nicht schlecht. Rosige Wangen und Heiterkeit. Und dann kümmere ich mich aber, ich würde mich gleich gerne, beziehungsweise ich widme mich erstmal kurz der Expedition, ne? Wir haben die ja noch am Laufen. Palmen umringte Arabesken. Sie legen in einem kleinen belebten Hafen an der Nordküste an. Während der Großteil der Mannschaft die Vorräte auffüllt und den Schaden repariert, den das Schiff durch den Sturm erlitten hat, machen sich einige auf, um den örtlichen Soak zu erkunden. Die verschlungenen Straßen, geschmückt in einer wilden Farbenpracht, den schwindelerregende, betörende Düfte entströmen, verwirren ihre Seeleute so sehr, dass sie sich im Gewirr der Durchgänge verlieren. Einige armselig bekleidete junge Männer, die ihre Not erkennen, bieten an, sie durch das Labyrinth zu führen. So, unter den zerlumpten Männern nach einem geeigneten Führer suchen. Unsichere Gewässer. Ein Mitglied der Mannschaft weist auf einen vielversprechenden Intellektuellen, dessen Ärmel aufwendig mit Arabeskenlinien gemustert sind. Erst als er näher kommt, erkennen sie, dass diese Linien direkt auf seiner Haut gemalt sind und Verse heiliger Schriften in seiner Landessprache darstellen. Es ist offensichtlich, dass er trotz seiner bescheidenen Mittel sehr gebildet ist. Bei der Beschreibung der Überlieferungen und Geschichten der Stadt erweist er sich als so hilfreich, dass selbst der Diplomat von seiner Ernsthaftigkeit beeindruckt ist. Als es Zeit wird, den Burschen zu bezahlen, bietet er ihm mit der Erlaubnis des Kapitäns eine Ausbildung auf dem Schiff an. Der junge Mann zeigt sich jedoch zögerlich und gibt vor, dass sich seine Familie nicht ohne ihn ernähren könnte. Wir bestehen darauf, seine Familie kennenzulernen, in der Hoffnung, dass wir auch sie überzeugen können. Seht mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Belohnung entdeckt. Das Zuhause des Mannes ist kaum mehr als eine armselige Hütte. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Wir haben nicht lektoriert, oh nein. Die versteckt in einer Nische in einer der engeren Gassen liegt, die den Doug durchziehen. Ich kann schon nicht mehr lesen, es tut mir echt leid. Seine greisenden Eltern begrüßen sie besorgt und bieten einen faden Tee aus mehrfach aufgegossenen Blättern an. Es schmerzt sie, dass dies wohl das Beste ist, was sie anzubieten haben. Das Gespräch ist lang und hitzig und es werden auf beiden Seiten viele Argumente vorgebracht. Das ältere Paar ist offensichtlich besorgt um sein Schicksal, da es sich dann nicht mehr selbst versorgen kann. Dennoch gibt es schließlich schweren Herzens nach und erteilt dem Sohn seinen Segen, wobei es sie anfleht, sich um ihn wie einen der ihren zu kümmern. Komm, dafür kriegen die unser Brot einfach. Weil hier Redegabe, Heilkunft, das finde ich eigentlich besser. So. Palmen umringte Arabesken. Das Zuhause des Mannes ist kaum mehr als eine Armsegel. Warte, das haben wir doch schon. Reise fortsetzen. Ins Krokodildelta. Fahren wir erstmal dahin, ne? Okay. Das ist das. Dann würde ich gerne gucken, weil wir brauchen nämlich dringend mehr Nähmaschinen. Aber die Nähmaschinen verbrauchen noch Eisen. Eigentlich habe ich hier dafür gesorgt, dass hier deutlich mehr Eisen hergestellt wird. Aber so richtig reichen tut es offenbar immer noch nicht. Wie, das reicht nicht mal bis darüber oder was? Warte mal. So, erstmal müssen wir darüber die Straßen ordentlich machen. Und hier so, warte. War das mit denen hier? Ah, die kommen immer nicht dran. Weil die schon. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mal genug Arbeiter, aber wir haben immer noch nicht genug von den Dingens, ne? Also von den Metallbarren. Und wir brauchen auch mehr Kohle. Wahrscheinlich liegt es daran. Gibt es hier noch weitere Kohlefarmen? Farmen, sage ich schon. Weitere Kohleminen.
Hier haben wir schon. Hier haben wir schon. Sonst baue ich hier vielleicht noch irgendwie 2, 3 Köhler hin oder sowas, ne? Lass es mal machen. Köhlerei. Der natürliche Lebensraum auf deiner Insel wird immer knapper. So. Und noch eine dritte Köhlerei. Nein! Oh, super. Gib mir noch ein kleines bisschen Stein. Aber theoretisch, weil jetzt habe ich habe hier einige aufgebaut, ne? Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es tatsächlich jetzt an der Kohle liegt, dass wir die nicht nutzen konnten. Na, was haben wir hier? Ich rüste mal auf, ne? Wozu Gewerkschaften? Jetzt fehlt die Wurst wieder. Liegt aber nicht hier dran, glaube ich jedenfalls. Warte mal. Schweine dürften passen, aber wir haben immer noch nicht genug Arbeiter. Warum das dann? Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? So, ich baue hier mal noch einen... So, einen Marktplatz hin. Und zwar hier hin. Bauen wir hier noch genug Arbeitskräfte, ne? So, langsam wird hier Fisch knapp. Das ist nicht so gut. Ich wollte eigentlich gerade hier nochmal aufrüsten. Beziehungsweise die hier auch, ne? Dass wir da vielleicht keinen Fisch mehr verbrauchen. Oder weniger halt wieder, ne? Aber gut. Wir müssen mal ganz kurz hier. Warte, Ruinen? Wo gibt's Ruinen? Ah, hier. Oh, habe ich nicht fertig gebaut. Man kann an allem Spaß finden, sogar an Bogengängen. So, Wimmelbildaufgabe. Ja, die gehen immer schnell. Komm, dann machen wir kurz die Wimmelbildaufgabe. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist meistens auf den Klippen irgendwo. Einmal. Zweimal. Na komm. Einmal und viermal. So. Ziehe den Hut. Danke, danke. Und dann würde ich gerne... Ja, dann gucken wir mal kurz, was die Expedition nochmal braucht, ne? Grabräuber. Sie sind allein und suchen nach der sagenumwobenen, verlorenen Totenstadt. Diese Sagen scheinen beinahe glaubwürdig, während sie vom Rücken ihres Kamels aus in die großen Schimmer der Abenddämmerung blicken. Irgendwo da draußen in diesem Ödland, hinter der gigantischen Säule aus Basalt, könnte der Schatz des alten Königs liegen und dessen größter Preis die Totenwache des Hor. Eine Statue, die den Legenden zufolge aus reinem Gold besteht und mit zahlreichen Edelsteinen besetzt ist. Sie machen Rast in einer geschäftigen Stadt, die am Flussdelta nahe des angeblichen Ortes der Gräber liegt. Eine junge Frau mit gebildetem Auftreten winkt sie zu sich, als sie sich im Nationalmuseum über den Weg laufen. »Ich habe etwas gefunden«, sagt sie, »und ich suche eine verantwortungsvolle Person, die dem Museum helfen kann, es zu bergen.« ablehnen und ihr dann Hoffnung auf einen Schatz heimlich folgen. Okay, ja, Glaube haben wir jetzt natürlich, ne, gerade weggeschmissen. Aber dann versuchen wir es mal so. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Es war nett, sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen, sagen sie, bevor sie sich hinter einer Ecke verstecken, um ihr zu folgen. Ihnen wird bewusst, dass ihre ausländische Kleidung viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und schnappen sich deshalb einen großen Hut, mit dem sie im Getümmel dieser Stadt unauffällig bleiben wollen. Die Verkleidung funktioniert und Verkäufer, Händler und Gauner gehen einen vorbei, als wären sie gar nicht da.
Die Historikerin führt sie zu einem ausladenden Komplex aus besoldeten Gebäuden, die große Bücherei der Sandhaus-Universität. Sie warten bei einem reich verzierten Pilaster auf sie und zerren sie dann in eine leere Gasse, als sie an ihnen vorbeigeht. Helfen Sie mir, den Schatz zu finden. Ja, Beute! Belohnung entdeckt. Ich habe wohl kaum eine andere Wahl, oder? Sagt sie wütend. Nun gut, aber ich werde lieber sterben, als mir anzusehen, wie ein Dieb seine schmutzigen Hände auf diese Statue legt. Sie verbirgt ihre Abscheu gegen sie und ihre Mannschaft nicht und führt sie weg von den ihnen verursachten Aufruhr in ein gedrungenes Haus, in dem sie eine zerfledderte, von der Zeit befleckte Karte auf ihrem dreibeinigen Tisch ausbreitet. Seltsame Symbole bedeckten die Karte und kreuzten sich mit geschälten Linien, die alle zu einer Stadt führen, welche dem Kopf eines Schakals zugewandt ist. Ach so, so sieht es im Buch der Toten, so steht es im Buch der Toten. Und hier, folge dem Bereiter der Wege, Anubis, dem göttlichen Einbalsamierer, der den Schlüssel zu Azor hütet. Wir müssen nur die Stelle finden, an der der Weg beginnt. Toll, die kriege ich auch nicht auf einen Itemsockel. Die kann ich nicht mitnehmen. Wir haben hier schon Redegabe 40 und 20, ne? Archäologe, komm, scheiß drauf. Lassen wir sie da. Das ist doof. Da sollte man vielleicht sagen, hier, du brauchst irgendwie nochmal 18 volle Dinger, ne? Ein eingehendes Studium der Karte sollte den Weg offenbaren. Für jemanden mit jahrelanger Erfahrung auf See ist es kaum eine Herausforderung. Der Weg führt zu einer Oase, wo zwei bergige Gebiete aufeinandertreffen. An dieser Stelle liegt Legenden zufolge unter der Wasseroberfläche einer der Eingänge zur Unterwelt. Orangefarbene Klippen werfen sanfte Schatten über die Oase, an der sich reisende Händler, Pilger und Schatzsucher ausruhen. Sie blicken nach oben zu einer hohen Klippe und fragen sich, wohin ein so waghalsiger Sprung ins Wasser sie wohl führen mag. Komm, wir probieren es mal, ne? Der Aufstieg ist steiler, als sie erwartet hatten, und die Entfernung zum Boden wird mit jedem Schritt furchteinflößender. Sie starren nach unten aufs Wasser und ein plötzliches Gefühl von Schwäche ergreift ihr Herz. Ihr Atem stockt und sie beginnen zu zittern. Die rund um das Wasserloch aufragenden Felsen weit, weit unten scheinen scharf und tödlich und sie können beinahe hören, wie sie nach ihnen rufen und nach ihrem Blut dürsten. Kurze Zeit später kraxeln sie die Klippe wieder hinunter. Nachdem sie sich einen Schluck Wasser aus der Oase genehmigt haben, überkommt sie eine schwere Müdigkeit und sie beschließen, dass es das Beste wäre, zu ihrer Mannschaft zurückzukehren. Dann fahren wir jetzt noch hier zum uralten Labyrinth. So. Und können bestenfalls in der Zwischenzeit hier mal wieder ein bisschen aufrüsten. Oder auch nicht, jetzt fehlt schon wieder Brot. Sag mal, ich habe doch Brot richtig ordentlich erstmal aufgebaut hier, die Produktion. Ja, Mehl auf jeden Fall genug. Komm, dann in dem Fall brauchen wir doch nochmal ein paar Bäckereien. So, 3. 4, 5, 6, 7. So, das dürfte jetzt aber helfen, ne? Warte mal, so. Haben wir Arbeiterhütten. Okay, das dürfte auf jeden Fall helfen. Was haben wir hier noch? Irgendwas wollte ich nämlich noch irgendwo holen. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, wo. Aber sonst müssen wir mal gucken, dass wir echt noch ein bisschen ausbauen, ne? Weil wir haben jetzt hier schon wieder ein Brotproblem und ich verstehe nicht genau warum, weil wir haben hier richtig massiv die Brotproduktion angekurbelt, finde ich. Ich hole, glaube ich, mal aber mal so allgemein ein bisschen Zeug, ne? Einmal davon, einmal davon, einmal davon und einmal davon. Alles bereit. Es mangelt an Arbeitskraft. Und dann bringen wir die mal nach Captrelone und hoffen, dass wir damit unseren kleinen Puffer nochmal verschaffen und die Dings ausbauen können. Warte, jetzt haben wir gerade Brot bekommen. Und Wurst eigentlich auch. Na, dann gucken wir. Vielleicht können wir gleich nochmal ausbauen damit dann, ne?
Okay, ein ganz, ganz kleines bisschen Puffer habe ich jetzt bekommen. Aber das heißt, das hier muss jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal wachsen. Und dass wir dann hier... Warte, ich mach mal die da oben auf jeden Fall. Die da oben mal noch ganz kurz zu arbeiten. Dann haben wir die nämlich schon mal. Was ist eigentlich mit denen hier? Alles in Ordnung soweit. Ja, okay. Und dann würde ich gerne ein paar mehr Handwerker machen. Aber dazu muss Brot erstmal wieder steigen. Aber so langsam, aber sicher kommen wir hier wieder in den grünen Bereich, ne? Also, mehr langsam als sicher, aber gut. Komm schon, werd noch grün, hä? Ein neuer Auftrag? Okay, hier kommt ein bisschen Brot an. Oh, wir müssen echt die Produktion so richtig massiv hochfahren nochmal, dass wir so wirklich dann die ganze Zeit auf irgendwie 120% Lagerkapazität vom Brot sind und so was. Ich glaube, anders geht's bald nicht mehr. Na? Aber ich würde gerne trotzdem erstmal hier eben, wie gesagt, noch Arbeiter ausbauen. Dass wir halt nicht mehr ganz so viel Fisch und so was verbrauchen. Weil Arbeiter brauchen auch Fisch. Das brauchen halt dann die Handwerker nicht mehr. Ne, brauchen sie nicht mehr. Und die Arbeiter brauchen aber noch. Und die Ingenieure brauchen halt auch kein Brot und kein Bier und sowas mehr, ne? Also das wäre eigentlich vielleicht ganz sinnvoll, dass wir auch mal gucken, dass wir ein paar Ingenieure wieder bekommen. Theoretisch dürften wir sogar relativ bald die Ressourcen zusammen haben dafür, wenn wir hier jetzt noch, ne? Also wenn die dann... Ah, aber jetzt sinkt schon wieder... Warte mal. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mal eine... Fabrik mit Dingens. Mit Nähmaschinen. Brauche ich mal hier so, ne? Jetzt nochmal richtig massiv hier ausgebaut. Allerdings brauche ich jetzt natürlich eine ganze, ganze Menge mehr Leute, die auch dafür arbeiten können. Das heißt, ich baue... Oh. Warte, warte. Na gut, Sir. Dann kommt jetzt hier mal die Polizeiwache hin. Also bestenfalls so bald wie möglich, ne? Brauchen wir dann dafür? Holz und Stein fehlen. Beziehungsweise hauptsächlich Holz. Stein ist, glaube ich, gerade auf die notwendige gekommen, ne? So. Und so. Und so. Und so. Dann baue ich so lange hier mal ein bisschen weiter, ne? Wenn die Revolution dann wieder zurückgedrängt ist, was hoffentlich bald passiert, ne? Dass wir die Dings bauen können, dann haben wir nämlich auch so oder so direkt wieder mehr Arbeiter. Und mehr Bauern und so was. So. Und dann mobilisiere ich währenddessen hier mal noch weitere Polizei und irgendwo noch weitere Feuerwehr. Ist nur die Frage, woher, ne? Hier nochmal Feuerwehr. Und hier bauen wir vielleicht auch noch eine zweite Feuerwehr. Und dann natürlich die obligatorischen Bäume hier. So, okay. Jetzt warten wir mal, bis die Dings eingedämmt ist. Bis die Revolution hier eingedämmt ist.
Weil dann haben wir bestenfalls nämlich die Möglichkeit, dass wir noch weitere Sachen, noch schneller irgendwie an Dings kommen. An Brot und so weiter kommen. Wie sehen hier denn die Konsumgüter aus? Wurst und Brot, ja, Bier müssen wir auch noch demnächst mal wieder gucken, ne? Aber hat's... Dieser köstliche Nektar macht mich ganz trunken. Wie ist denn das mit den... Die produzieren jetzt hier, ne? Mit 100%, 100%. Das bedeutet, wir brauchen hier erstmal noch ein bisschen... Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich baue einfach mal die 3 Stück aus, ne? In der Hoffnung, dass wir dann... Warte, warte. Wir haben immer noch nicht genug Zwischen... Also noch nicht genug Stahl. Sag mal... So, was haben wir denn? Hier haben wir genug, wir brauchen nur mehr Kohle. Toll, jetzt wollte ich gerade ausbauen. Gerade hatten wir den Stein doch, hä? Wir werden beobachtet. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, kann ich das auch direkt ausbauen, bitte? So, danke. Und dann hoffen wir, dass wir da das... Arbeiterproblem demnächst nochmal gelöst bekommen, weil das ist halt mittlerweile eine sehr große Zuliefererinsel, weil die halt so diese Basissachen liefert, wie jetzt Brot und Wurst, ne? Das ist halt ein bisschen ein Problem. Naja, also ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal einiges ausgebaut. Wenn wir jetzt die Dings unterdrückt bekommen, die Aufstände unterdrückt bekommen und sowas, dann können wir, dann wird es sicher auch wieder ein bisschen besser, ne? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und hier brauche ich aber unbedingt, warum verlieren wir jetzt gerade so viel Arbeiter? Achso, wegen Klamotten. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen. Uns geht das Material. Ja, hier fehlt nur Kohle, ne? Immer noch. Es mangelt an Arbeitskraft. Wie sieht es denn aus mit Baumwollstoff in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt gerade sowieso nicht so viel zu tun haben? Ah, das wächst. Okay, perfekt. Und dann können wir uns auch direkt nochmal um die Dings... Warte. Ich baue erstmal wieder nach. So, Varuiden wollen wir natürlich nicht haben. Okay. Ich guck mal kurz nach der Expedition hier, ne? Das uralte Labyrinth. Verlassen in der Dunkelheit hört man ihre Rufe nicht. Sie ist tief in ein stickiges und modriges Loch unter dieser wunderbaren Insel voll Lavendel und Thymian gestürzt. Sie fasst sich und erinnert sich an die übrigen Streichhölzer in ihrer Tasche. Sie sind sie. Sie ist sie. Verstehe. Als sie ein Streichholz anzünden, sind sie ganz überwältigt, denn sie befinden sich in einem Raum voller Fresken wieder. Altehrwürdig und vergessen. In der Mitte des Raumes steht die Statue einer Frau mit einem Stier. Das große Biest erscheint so verletzlich unter ihrer Liebkosung. Eine majestätisch gehörnte Tür führt nach Norden und auf ein unauffälliger Durchgang führt nach Süden. Wir gehen mal durch die Tür. Wir treiben ab. Eine Öffnung im Boden zieht gemächlich und das schlammige Wasser aus allen Richtungen an. Ein Brunnen vielleicht? Ein Schiff schmückt ein großes Fresko an der Wand. Sie fragen sich, ob es wohl unbeschadet von seiner Expedition zurückgekehrt ist. Eine große Tür mit vertrauten Mustern führt sie nach Süden. Sie wenden sich gerade zu ihr, als ihnen eine kleinere Tür Richtung Westen ins Auge fällt. Ein sanfter Hauch, vielleicht der Wind, scheint von ihr herzurühren. Wir gehen nach Süden, ne? Nach Süden gehe ich immer gerne, denn man hat immer das Gefühl, man läuft bergab. Dieser Ort kommt ihnen seltsam bekannt vor. Die Säulen fließen Trümmer. Das ist der Ort, an dem sie da in dieses Labyrinth gestürzt sind oder was immer das auch ist. Es bleibt ihnen keine Wahl, als einen neuen Durchgang zu suchen. Wir gehen nochmal durch die Tür und gehen dann mal nach Westen, ne? Nach Westen. Sie drücken das zerbrochene Türblatt auf. Irgendetwas auf dem Boden glitzert in nicht allzu weiter Ferne. Ein reflektierter Sonnenstrahl. Schnell laufen sie darauf zu, nur um mit Schrecken festzustellen, dass das Glänzen nichts anderes als eine lange, unheimliche Schlange ist. Von überall her gleiten ihre neugierigen Geschwister aus verborgenen Winkeln. Sie machen verängstigt einen Schritt zurück und vernehmen ein wütendes Zischen.
Sie wären beinahe auf eine draufgetreten. Wir schicken den Tiger vor und stampfen mit aller Macht auf den Boden. Sie stampfen voller Kraft auf den Boden und hoffen, dass die Vibrationen die Monster verscheuchen werden. Sie vernehmen ein seidiges Schleifen, als viele von ihnen sich besorgt in ihre versteckten Behausungen zurückziehen. Aus den Augenwinkeln entdecken sie plötzlich eine Bewegung neben ihren Knöchel. Eine der Schlangen will sie angreifen. Wir kamen aus Osten, ne? Das heißt, wir gehen erstmal die Stufen hinab. Sie schauen in eine klaffende Schlucht. Der Boden des Raums ist in eine Höhle weit unter ihnen gestürzt. Eine von Rauch geschwärzter, schmaler und alter Balken erstreckt sich über dem Abgrund auf ihre Seite. Wir versuchen im aufrechten Gang den Balken geschwind zu überqueren. Sie bewegen sich über den Balken langsam und vorsichtig, aber nach einigen Schritten knarrt er und sackt ein Stück nach unten. Der Schreck bringt sie aus dem Gleichgewicht und sie fallen in das Loch. Sie können unter Schmerzen und viel Blessuren aufstehen. Sie sind noch am Leben. Sie entzünden eins ihrer wenigen noch verbleibenden Streichhölzer und finden sich vor einer sonderbar verzierten Tür wieder. Auf dem verblichenen Kastanienholz prangt die erschreckend realistische Schnitzerei eines Stierkopfs. Ein hohles Rumpeln. Oder war es ein Knurren? Dringt hindurch. Dahinter liegt Dunkelheit, sonst nix. Die Schritte hallen von der entfernten Gewölbedecke wieder. Sie greifen nach einem weiteren Streichholz. Es ist das letzte. Ein Streichholz und dann folgt die Dunkelheit. Wir gehen mal erstmal so weiter, vielleicht brauchen wir das Streichholz noch, ne? Sie suchen vorsichtig einen Weg durch den Raum. Die Hände hervorgestreckt auf der Suche nach einem Ausgang. Etwas Kaltes streift ihre Hand. Dann fühlen sie einen feuchten, warmen Atemzug, der sich langsam entlädt. Sie spüren, wie sich ein spitzer Dorn in ihre ausgestreckte Hand bohrt. Ein Schnauben, Donnern und verhängnisvoll kriecht in ihre Ohren und ist heiß in ihrem Gesicht zu spüren. Das wird wahrscheinlich ein Stier sein und ich glaube, dass wir mit Feuer die größte Chance haben, den Stier vielleicht zurückzuhalten. Seht mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Ein riesiger, mit tödlichen Hörnern bewehrter Rinderkopf erwacht vor ihnen zum Leben, als sie das Streichholz entzünden. Sie schreien entsetzt auf. Dann fällt ihnen etwas auf. Moos. Es wächst auf dem Augen der Kreatur. Eine Statue. Bis ins letzte Detail lebensgetreu und von unglaublich präziser Hand geschaffen. Entdecken sie dann, dass diese brackige, warme Luft aus einer der versteckten Öffnungen in der Mauer stammt, an der die Statue steht. Sie wird auf geniale Weise durch das marmorne Maul der Bestie verstärkt. Eine monumentale Entdeckung. Eine vollständige Zivilisation, eine versteckte Kultur, ein verlassenes Heiligtum, ein uraltes, verborgenes Imperium. Voller Spannung fassen sie hinter den Hals der Kreatur in einen schwachen Lichtstrahl und brechen die Öffnung in der Wand, die sie hinaus an die frische Luft und ins Tageslicht führt. Den kann ich auch nicht hier, ne? Oh, das ist super nervig. Man hätte vielleicht von vornherein sagen sollen, du, guck mal, dass du bitte 8 freie Plätze hast in deinem Schiff, ne? Oh, ätzend. Na egal, wir setzen die Reise mal fort. Und fahren nach Enbesa. So. Kann ich hier dann... Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Doch, 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 doch. Auf jeden Fall. Und zwar hätte ich gerne... Von mir werden Sie keinen Mucks hören. Dann hätte ich gerne... Beziehungsweise, warte, lass das mal weg. Verbrauch der Bedürfnisse. Das sollten wir so nämlich noch runterfahren. Ich habe es noch nie betrachtet. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Aus dem Nichts. Okay, wir brauchen mehr Wurst. Warum liegt hier eine Wurst? Willst es weit bringen? Was? Dazu müssen wir hier halt ausbauen. So. Na gut, ich hoffe mal, dass wir hier so nach und nach dann irgendwann mal an einem Punkt kommen, dass wir hier wieder ordentlich produzieren. Weil jetzt gerade haben wir halt das Problem, dass
wir zwar die ganzen Produktionsstätten etc. nachgezogen haben, aber wir haben halt nicht genug Arbeiter, die das Ganze dann auch machen könnten. Das heißt, wir müssen hier echt aufrüsten. Auch an Einwohnern halt, ne? Dass wir wieder mehr nach Cap Trelawney liefern können. Beziehungsweise nach Neu-Erolstein, ne? Es mangelt an Arbeitskraft. So, wie sieht's hier aus? Wurst ist mal wieder leer, Brot ist auch wieder leer. Das ist genau die Insel, ne? Auf Ihren Befehl. Sonst bringen wir mal von hier vielleicht Holz rüber. Weil hier sieht's eigentlich ganz gut aus. Also Seife und sowas haben wir halt genug, ne? Oh, und schon wieder. Das geht Schlag auf Schlag gerade mit der Expedition, ne? Der Kulisma-Kanal. Die Explosion hat Trümmer über den gesamten Kanal verstreut. Als ihr Steuermann vorsichtig den kürzlich eröffneten Kulisma-Kanal einfährt, erschallt vor ihnen ein ohrenbetäubender Knall, der einen Großteil der Besatzung auf die Planken schickt. Nach dem ersten Schrecken eilt die Mannschaft auf ihre Posten, bringt das Schiff auf langsame Fahrt und kommt wenige Meter vor den brennenden Überresten eines Schiffes mit schwerer Schlagsatte zum Stehen. Es wird sicherlich Tage dauern, bis alles freigeräumt ist und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist es nicht seltsam, dass da keiner im Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt gelöst werden will. Wir fordern die Schiffsunterlagen von der Kanalbehörde an. Es bedarf einiger Überzeugungskraft, doch es gelingt ihnen, die Beamten zu überreden, sie einen Blick in die Frachtpapiere des Schiffs werfen zu lassen. Dort steht FS de Ferrer aus Aquina, heute für die Durchfahrt freigegeben, Polstermöbel und Werkzeuge. Nichts zu verzollen, nichts Ungewöhnliches und doch stimmt etwas nicht. Plötzlich fällt einem ihrer Matrosen ein FS. Ist das nicht ein königliches Präfix? Aber warum wurde es dann als ausländisches Schiff registriert? Langsam dämmert es ihnen. Angenommen, es ist kein Fehler, bedeutet das dann nicht, dass ihre Landsleute absichtlich Sabotage betrieben haben? Falls sie den örtlichen Behörden darüber informieren, könnte das Folgen für die Krone haben. Die Menschen haben das Recht auf Aufklärung, würde ich sagen. Die Entscheidung fällt nicht leicht, doch ihre Mannschaft überzeugt, dass sich Loyalität der Wiedergutmachung eines Unrechts nicht im Weg stehen dürfe, beschließt, die Information an die Behörden von Kulisma weiterzuleiten. Der Kanalvorsteher dankt ihrem Kapitän überschwänglich, lobt seine Ehrlichkeit und besteht darauf, die Mannschaft für ihre Redlichkeit zu belohnen. Beim Abschied nimmt der Kapitän dem dankbaren Amtsmann noch das Versprechen ab, gegenüber niemandem die Quelle dieser Informationen zu erwähnen. Das ist quasi das Mittelmeer, ne? Wir fahren mal erstmal in die Savanne. Bereit für den Einsatz. So, hier brauche ich jetzt erstmal einiges an Holz. Das schicken wir dann zur anderen Insel, dass wir da wieder ein bisschen weiter ausbauen können und da dann langsam aber sicher wieder ein bisschen besser vorankommen mit der Produktion, ne? Wir können gleich noch mal ein paar Investoren bauen, bestenfalls jedenfalls. Alle stehen bereit. Ja, die Expedition muss ganz kurz warten. Weil ich will das hier nicht verpassen. Hier nochmal Investoren. Hier kommen gleich noch Investoren hin. Komm schon. Und hier. So, wie viel brauchen wir denn insgesamt laut der Aufgabe? Brauchen wir 500. Wir bauen einfach mal aus, ne? Dann verbrauchen wir nämlich auch die unteren Bedürfnisse nicht mehr ganz so schnell. Das macht eigentlich echt Sinn.
Zwischenziel erreicht. Na, dann haben wir sogar die Dings schon fertig. Wie können diese Leute nur ohne auskommen? Wir jedenfalls könnten es nicht. Die Königin wünscht, dass sie Kultur fördern. Na, das machen wir doch. Aber zunächst mal baue ich hier mal aus, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. Ich meine, klar, wir haben jetzt gerade erst nur ein bisschen was ausgebaut, was halt hier auch Wurst und so weiter verbraucht. Aber auf der anderen Seite brauchen wir halt eigentlich auch keine Bauern hier auf der Insel, ne? Da müssen wir uns halt ein bisschen drum kümmern. Wie sieht es hier aus unterdessen? Hier wurde ausgebaut. Perfekt. Warte mal, hier nochmal. Ich mache hier nochmal Arbeit daraus. Und dann kommen nochmal ein paar Bauernhäuser und dann dürfte hier nämlich wieder einigermaßen es eingependelt sein. Aber wenn wir gerade eben ein bisschen warten müssen, können wir nochmal gucken, wie die Expedition weitergeht. Gesegneter Regen. Weite, sonnenbeschienene Ebene strecken sich vor ihnen. Langes, ausgeblichenes Gras glitzert vorm Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Verborgen im dichten, hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke. Geil, eine Talsenke. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, an dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, bevor die Hitze des Tages sich über das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus. Sicherlich bieten sie königliche Aussichten. Wir gehen mal nach oben, ne? Der Aufstieg ist mühsam und lang, doch ihre besten Kletterer finden einen gangbaren Weg für die Mannschaft und verwenden dicke Seile aus Mehl, dicke Seile und Mehl, schnell aus dem Lager herbeigeholt für besseren Halt. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung, eine lange Platte aus ockerrotem Stein, die vor unzähligen Regengüssen und Stürmen geglättet wurde. Unter ihnen erstreckt sich die unendliche Wildnis, staubig und windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken vorüber und werfen dunkle Schatten. Eine goldene Stille liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere in der Ferne. Ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber, die sich ihrer Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Sie sind in das Revier des Rudels eingedrungen. Wir versuchen, die Bestie mit lauten Geräuschen und Gesten einzuschüchtern. Ihre Mannschaft beginnt rhythmisch auf den Boden zu stampfen und tritt so fest auf den Felsen, dass er zittert. Gleichzeitig wirbeln die Seeleute wild ihre Arme im Kreis und verbergen so gut es geht ihre Furcht. Erschrocken weichen die Löwen zurück. Ihr Knurren nicht mehr bedrohlich, sondern besorgt, bis sie schließlich fliehen und anmutig zwischen den stacheligen Büschen verschwinden, hinter denen irgendwo ihre Höhlen verborgen sein müssen. Wir räuchern die Biester nicht aus, ne? Also das ist ja ein bisschen, ne? Wir gehen einfach zurück ins Lager. Der Kapitän lässt lieber Vorsicht walten und befiehlt einen schnellen Rückzug vor dem Felssprung, solange das Rudel noch eingeschüchtert und verhalten ist. Am Abend sitzen alle am Lagerfeuer und schildern bunt ausgeschmückt das Zusammentreffen mit den Löwen für die Seeleute, die im Lager geblieben waren. Ein plötzliches Aufheulen von Wildhunden ist in der Ferne zu hören und sie staunen über die Schönheit und Anmut dieses fremden Landes, erleichtert über den unblutigen Ausgang des Ausflugs. Dann fahren wir erstmal noch zur Heiligen Stadt, das schaffen wir nämlich auf jeden Fall noch. Und dann lassen wir gerade gucken, können wir hier schon mal weiter ausbauen. Und dann erstmal hier, ne? So.
So, wird langsam. So nach und nach kommen wir da etwas voran. Okay, aber Arbeiter ziehen irgendwie dauernd aus, ne? Achso, weil das halt auch schwankt. Na gut, wir gucken mal wieder, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit der Wurst und dem Brot. Brot, guck mal, Brot steigt schon wieder. Wurst so langsam. Aber dann müssen wir als nächstes hier halt mit dem Bier fortfahren. Ich hätte die Zeitung anders lektorieren sollen. Weil hier haben sie jetzt gerade Revolution ausgerufen, aber wir sind nicht beliebt genug, als dass wir hier noch eine weitere Polizeieinheit halt nehmen könnten. Warte mal, ich probiere. Okay, ich baue hier vielleicht mal noch eins hin, ne? So, hä? Gerade ging's doch noch. Wo ist denn das... Hä? Wo ist denn der Stein jetzt hin? Warte, warte. So. Zu sein, ist das Leben hier sehr hart. Ja. Toll, jetzt kann ich ihn nicht mehr verschieben, weil da auch direkt die Revolution ist. Sobald ich 10 Steine habe, geht es der Revolution ans Kragen. Ans Kragen. An den Kragen, wollte ich natürlich sagen. Ah, oh, das ist echt doof, ne? So, aber hier sieht es dafür sehr gut aus mittlerweile, ne? Ja, easy. Guck mal. Sehr, sehr cool. Ich baue mal hier noch die restlichen... Beziehungsweise ich baue erstmal hier aus. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Ja, euch fehlt eine Schule hier, ne? Bauen wir mal hier hin. So, haben wir nämlich gleich die Häuser, die wir hier nicht aufrüsten können, wegen der Dings weggemacht. Und wir haben hier direkt noch eine Schule auch noch. So, jetzt könnte ich aber nochmal ganz kurz dass mehr Polizei ausrücken kann. Und dann können wir mal nochmal die Expedition uns anschauen. Eine heilige Pilgerreise. Es gibt zahlreiche Geschichten über eine heilige Stadt und die heilige Pilgerreise, die Gläubige mindestens einmal in ihrem Leben dorthin unternehmen sollten. Gespannt legt ihre Besatzung an einem geschäftigen Hafen an, einem der wichtigsten Etappen auf dieser Reise. Als sie im kühlen Schatten der antiken Maschrabias durch die breiten Straßen spazieren, verraten die staubbefleckten Säumen der weißen Ruben und festen Sandalen die frommen Absichten ihrer Träger. Fetzen schwärmerischer und aufgeregter Gespräche überzeugen ihre Mannschaft davon, dass sie diese heilige Stadt mit eigenen Augen sehen muss. Als die Seeleute gerade die Waren eines laut rufenden Händlers durchstöbern, kommt ein Mann auf sie zu, der verzierte Waffen an seiner Seite und auf dem Rücken trägt. Mahaban, meine Freunde, sind Sie auf Pilgerreise? Ja, wir kommen von weit her, um die heilige Stadt zu sehen. Vielleicht hätte er ihnen geglaubt, wenn nicht einige ihrer Besatzungsmitglieder offensichtlich heidnischen Schmuck trügen.
Sie können gerade noch einen vernichtenden Tadel ausweichen, indem sie auf ihre Ungewissheit bezüglich der örtlichen Sitten verweisen und ihnen um Verzeihung bitten. Doch keine noch so ausgefeilte Zungenfertigkeit kann ihn davon abhalten, ihrer Mannschaft zu untersagen, sich der Karawane anzuschließen. Die Seeleute jedoch lassen sich davon nicht beirren und beim ersten Morgengrauen bereiten sie sich darauf vor, mit der langen Prozession der Pilger loszuziehen. Dabei ist jedoch Diskretion gefragt und es wird diskutiert, wie sie weiter unerkannt bleiben können. Wir versuchen sie unbemerkt zu verfolgen. Der Karawane zu folgen ist kein Kunststück, dank der unübersehbaren Spuren im Sand, die von den Füßen tausender Pilger hinterlassen wurden. Trotzdem wollen sie sicher gehen und schicken einige der besten Männer vor, um den Reisenden mit gebührendem Abstand zu folgen und zwischendurch der restlichen Besatzung Bericht zu erstatten. Die Reise ist anstrengend, doch schon am Mittag des nächsten Tages ist die sagenumwogene heilige Stadt am Horizont auszumachen. Blasse, staubige Kuppeln strahlen in der Sonne und ein fernes Summen der Gläubigen schallt herüber. Als sie die Stadt betreten, überlegen sie, was ihre Mannschaft nun tun soll. Wir könnten uns der Pilgerreise anschließen oder wir gehen zum Soak. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Der staubige Soak ist beliebt und bietet genug Kuriositäten, um die Neugier der Mannschaft zu befriedigen. Um ihre Geldbörsen zu erleichtern. Die meisten sind froh über die Entscheidung, die Pilgerreise nicht abzuschließen. Doch die abenteuerlustigeren Besatzungsmitglieder quält es, diese Erfahrung zu verpassen. Erschöpft von der Hitze des Tages suchen sie schließlich einen schattigen Platz in einem von einem Minarett überragenden Garten, um von dort zu beobachten, wie die Sonne hinter den glänzenden Türmen der Stadt untergeht. Dabei begutachten die Seeleute die zahlreichen Andenken und freuen sich über diesen einzigartigen Tag. Kann ich das denn jetzt bitte... Nein, das muss ich auch da lassen. Na gut. Vor allem, da steht sogar Effekt für Expedition... Achso, ich da... Ja, okay, vergiss es. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Wir setzen die Reise fort. Ich glaube, einmal können wir noch eine weitere Dings nehmen, ne? So. Und dann baue ich hier mal noch die Handwerker fertig aus. Sehr gut. Und dann hier die Arbeiter. Perfekt. So langsam aber sicher wird Capriloni, ne? Wir machen auch richtig viel Asche schon. Also ich glaube, gerade in Capriloni machen wir super viel Geld gerade mittlerweile. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Das Einzige, was tatsächlich noch fehlt hier, sind die Pelzmäntel. Aber da brauchen wir halt diese... haben wir mittlerweile genug. Warte mal, dann müssen wir jetzt hier noch von den Fabriken noch ein, zwei bauen, ne? Brauchen die dann viel Platz. Ich baue mal zwei Stück. So, dann kommen auch wieder die klassischen Bäume hier rein. Und dann schauen wir mal, was hier die Revolution noch macht, ne? Na, so langsam wird sie zurückgedrängt, immerhin. Aber gut, demnächst können wir dann nochmal weiterbauen. Also die Stadt wird schon gigantisch hier, ne? Capriloni. Ich glaube, wir sollten aber wirklich gucken, dass wir hier vielleicht noch Stadt bauen und hier dann eher gucken, dass wir doch so ein paar grundlegende Sachen für die Stadt mal anlegen. Also anbauen und sowas, ne? Weil ich glaube, auf Dauer können wir die nicht einfach nur beliefern. Das ist, glaube ich, utopisch. Und das war es auch schon mit dieser Folge Anno 1800. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ne? Wir haben jetzt viel mit Expeditionen gemacht, habe ich viel vorlesen dürfen etc. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe früher eigentlich nie so viel Wert auf diese Stories gelegt bei den Expeditionen. Ich war immer froh, wenn ich durchklicken konnte und das neue Gebiet habe sehen können. Aber die Zeit haben wir uns jetzt einfach mal genommen, fand ich auch mal sehr, sehr cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, ne? Einfach, wenn man auch ein bisschen Story reinbringt hier in das eigentliche Aufbauspiel. Und lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.